Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Nacht des Raben. So, wir gehen mal hier in den... wie er uns gleich anguckt. Verschwinde! Verschwinde! Ah, ich finde das so geil. Okay. Ist er zufrieden? Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. Und das sehr ordentlich. Salandrill ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment nicht, Bruder. Bruder. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Mann, ich will, dass die Schreine endlich wieder normal sind. Gut, also, dann suche ich mal weiter nach jemandem, der mir den nächsten Kreise der Magie beibringt. Möglich ist alles. Irgendwer muss sich ja dafür zuständig fühlen jetzt hier. Ich bin immer noch sicher, dass es Karas ist. Ach, da ist es doch. Oh, ich bin so doof. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Gut. Alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf das dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Innos wird ihn auch weiterhin erleuchten. Gut. Das hat uns jetzt 5 Lernpunkte gekostet. Das heißt, ich riskiere es gleich mal, den fünften Kreis eventuell. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch nicht... Na, sehr schade. Was können wir denn mit dem vierten Kreis alles lernen? Wir haben ja erstmal... Was für Zauber haben wir jetzt eigentlich? Wahrscheinlich nur vom ersten Kreis, oder? Erster Kreis... Vom zweiten Kreis, okay. Vom dritten Kreis... Haben wir die Rune gefunden? Okay. Also, der dritte Kreis. Kleiner Feuersturm. Furcht. Eisblock. Eisblock. Eisblock ist gut. Kugelblitz. Okay. Und was ist mit dem vierten Kreis? Wo habe ich den jetzt hier gehabt? War das hier? Bestimmt der fünfte. Natürlich ist es der fünfte. Ja, das ist auch nicht... Dass ich den vierten aber auch immer suchen muss, ne? So, hier haben wir den vierten jetzt. Großer Feuerball. Das hört sich doch schon mal gut an. Blitzschlag, Golem erwecken, Untote vernichten. Also großer Feuerball werde ich auf jeden Fall machen. Das nimmt mich wahrscheinlich, nimmt mir wahrscheinlich 15 Lernpunkte weg. Mal gucken, wer mir das beibringen kann. Unter. Golem erwecken, Wolf rufen, Goblin-Skelett. Okay. Er kann mir auch nicht alles beibringen hier. Hey, was ist mit dir? Was kannst du mir beibringen? Unterrichte mich. Kleiner Feuersturm. Ah, verdammt, was war denn jetzt? Was macht denn am meisten Schaden? Mist. Jetzt muss ich erstmal gucken. Feuerball macht 75 Schaden. Das ist Feuerpfeil, der ist total für den Garten. Ach, Feuersturm ist der große. Wo das dann so kreisförmig weggeht. Also das ist Feuersturm. Feuerball 75 Schaden. Feuersturm 100 Schaden. Und zwar einmal rundrum. So. Haben wir auch... Hier, großer Feuerball. Schaden 300.
Ich würde sagen, wir nehmen den großen Feuerball, weil den können wir zumindest noch punktuell machen. Wenn es um Flächenschaden geht, da verlasse ich mich lieber auf den Feuerregen. Den kriegen wir aber erst mit dem, im fünften Kreis, glaube ich. Gut, also. Dann wird es der große Feuerball. Hey, du. Großer, der nimmt sogar bloß... Warum nimmt der bloß 10 Lernpunkte weg? Der ist doch total... Weil man den aufladen muss, oder wie? Das ist mir gerade ein bisschen suspekt. Ich speichere erstmal. Hey! Ich gucke mir das erstmal an. Unter. Wenn ich nämlich mein ganzes Mana an diesen Zauber investieren muss, dann habe ich davon auch nichts. Also, großer Feuerball. Vom dritten Kreis können wir gar nichts erschaffen. Also, großer Feuerball. Rune hergestellt. So. Mal gucken. Da ist er. Mana kosten 160. Also mindestens 40 und maximal 160. Wie viel haben wir denn? Wir haben nur 85. Alter Vater. Ich glaube, wir müssen deutlich mehr Mana kriegen. Irgendwie. Alter, das gibt's doch nicht. Ja. Das macht auch nur einen Schaden von 25. Also damit dauert's ewig, einen Gegner niederzustrecken. Ach, verdammt, ey. Jetzt wäre es natürlich noch interessant. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Lernpunkte. Wie der Feuersturm so beschaffen ist. Ich speichere mal auf dem zweiten. Und dann laden wir nochmal den ersten. Und dann machen wir mal den Feuersturm. Der nimmt ja 15 Lernpunkte weg. Mal gucken, ob der irgendwie besser ist. Ob der vielleicht weniger Mana verbraucht. Hey, du. Und. Warte mal, kleiner Feuersturm? Warum klein? Das ist ein Zauber der dritten Stufe. Bin ich mal gespannt jetzt. Der macht ja trotzdem eine Menge Schaden. Ja, da haben wir ihn. Kleiner Feuersturm. Magieschaden 100. Mana-Kosten 25. Das geht noch einigermaßen. Davon können wir auf jeden Fall mehrere abdrücken, muss man sozusagen. Ich guck mal. Ah! Der verteilt sich auch. Ich dachte, das ist dieses Rundum-Ding. Okay. Also, ich guck nochmal, wie der andere Zauber wirkt. Der Feuerball, der ist wahrscheinlich konzentrierter. Und der lässt sich ja auch aufladen. Ja. Warte, du Mistkerl. Ja, man macht auf einmal Schaden, aber eben nur bei dem, den man anvisiert hat. Ja. Nicht schlecht, leg dich nie wieder mit mir an. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, was mache ich denn jetzt? Es ist alles ein bisschen suboptimal gerade. Ich warte mal, bis er aufgestanden ist. Wahrscheinlich entscheide ich mich dann doch für den Zauber, der sich so schön verteilt. Und das ist nicht dieser hier. Der macht aber so viel Schaden. Das ist irgendwie... Ich bin gerade hin und her gerissen. Das merkt ihr wahrscheinlich. Wir nehmen den Feuersturm.
Hey. Unter... kleiner Feuersturm. So. Das war ja der sich verteilt hat, richtig? Und darum heißt er wahrscheinlich auch kleiner Feuersturm. Wo ist er denn? Achso, wir müssen ja die Rune erst machen. Der heißt wahrscheinlich kleiner Feuersturm, weil das eben nur vom Gegner ausgeht, der getroffen wurde. Und der große Feuersturm, der damit erschafft man ja dann quasi einen Feuerring um sich selbst. So, kleiner Feuersturm. Und das machen wir dann jetzt so. Wenn ich den Zauber aufladen muss. Aufladezauber haben hier diesen Nachteil, dass wenn man im blöden Moment den Zauber wirkt, also wenn man quasi die Taste loslässt zum Aufladen, dann hat man unnötig Mana verloren und macht aber gar nicht mehr Schaden. Das ist das Problem an der Sache. Was machst denn du immer noch hier draußen? Du sollst doch ins Kloster gehen. Besser, mach dir keine Sorgen. Schick, schick. Okay. Dann würde ich sagen, läuft ja hier alles. Ich decke mich noch bei dem Magier hier vorne ein. Mit Tränken natürlich. In der Hoffnung, dass ich bald mal wieder einen Schrein besuchen darf. Hey. Um meinen Mana aufzuwerten. Zeig. Also Pfeile brauche ich nun wirklich nicht. Eisblöcke brauche ich wahrscheinlich ein paar. Und ansonsten hat der aber überhaupt nichts Interessantes. Du bist sehr enttäuschend, mein Freund. Möge ihn noch. Ja, er wird allzeit über mich wachen. So, was haben wir denn jetzt hier noch an Quests? Außer Drachenjagd. Torlofs Angst vorm schwarzen Mann. Beim Banditenlager in den Bergen im Süden des Tals. Ah, okay, das ist wahrscheinlich noch zu schwer. Die Suchenden. Okay. Moment. Irgendwer stand doch da auch noch drin. Ich guck mal eben in diesen Zettel rein. Ja, wenn man zu weit nach unten scrollt, kann das auch nicht werden. Wichtiger Hinweis. Nein, nein. Brauche ich alles nicht mehr. Silvestrus Notiz. Tagebuch. Haben wir das eigentlich schon mal angeguckt? Mana plus 2, sehr gut. Ein Gefühl göttlicher Erkenntnis erfüllt dich. Das könnt ihr euch bei Bedarf durchlesen. Ich werde es jetzt nicht tun. Logbuch von Greg. Okay. Aber wo ist denn hier dieser... Ach hier, da ist er doch. Pyrokas magischer Brief. So. Fernando haben wir noch nicht. Und Vino haben wir auch noch nicht. Dann werden wir die beiden jetzt aufsuchen. Fernando ist im oberen Viertel, also in die Hafenstadt. Und auch wenn meine Zeit schon wieder zu Ende geht, werde ich das jetzt noch mit Fernando fertig machen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Und von da aus dann direkt zu diesem Bauernhof da hinten, wo ich immer wieder vergesse, wie der Bauer dort heißt. So, Fernando, wo ist er? Ist er doch hier, oder? Ja. Das ist doch alles nur Gerede. Steck die Waffe weg! Kannst du uns nicht erklären? Kluges Kerlchen!
Okay. Steck die Waffe weg. Ist doch in Ordnung, beruhige dich, du Affe, ey. Gerbrand. So, Alma nach, da ist er. Der Vorletzte, wenn die Liste stimmt. Nun komm, steh auf. Das ist eine schlimme Sache. Den Gehstock darfst du behalten. Oh, mein Schädel. Warte mal. Du bist besessen. Geh weg. Jetzt geh doch schon. Ja, ist ja in Ordnung. Okay. Und ich postiere mich dann schon mal so, dass wir nur noch rübergehen brauchen zum Hof. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist doch lange bekannt. So. Und hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.